Hallo, heute geht es um den Stehbolzenumbau für den normalen EJ-Block. Wir haben ja Stehbolzen entwickelt, die ein bisschen dickeren Durchmesser haben wie die originalen. Deswegen muss man den Block aufbauen und andere Gewinde darunter reinsetzen. Da die sehr gut ankommen, wurde ich oftmals gefragt, wie man das am besten macht. Und da habe ich mir einfach gedacht, machen wir mal ein cooles Video daraus. Und das machen wir heute. Was ihr für diesen Umbau braucht, ist folgendes. Ich zeige euch das mal. Ihr braucht einmal ein Wendeisen, handelsübliches Wendeisen. Eine Verlängerung für einen Gewindeschneider. Dann braucht ihr einen Gewindeschneider in 1/2 Zoll UNF. Dann braucht ihr einen Bohrer in 12,8 mm. Dann braucht ihr einen Bohrer in 13 mm, der die Spitze, ich versuche mal scharf zu machen, der die Spitze vorne abgeplant hat, damit er sich nicht so in das Material reinfrisst und man quasi den Block nicht durchbohrt. Und dann braucht ihr zum Aufbauen der Zylinderköpfe einen ganz normalen 13 mm Bohrer in lang, ca. 20 cm. Ein handelsübliches Röhrchen, um die Späne aus den Löchern rauszusaugen. Ein bisschen Schneidöl. Einen Staubsauger und eine Bohrmaschine. Ob es jetzt so eine Standbohrmaschine sein muss, glaube ich nicht, da die Bohrung, die man macht, schon halt relativ groß vorgebohrt ist und man nicht mehr viel wegbohren muss. Kann man es bestimmt auch mit einer Handbohrmaschine versuchen. Ich habe es noch nicht versucht, weil ich das Ding eben hier stehen habe und bin aber da sehr zuversichtlich. Ich bin am Überlegen, solche Sets einfach mit irgendwie in den Shop aufzunehmen und anzubieten, quasi dieses Set hier, ne, schon von mir bearbeitete Bohrer, die dann so an euch gehen. Müsst ihr mir sagen, ob ihr daran Interesse habt, okay? So, es wäre Licht. Ein Traum. Beginnen tun wir jetzt erstmal mit dem 11,5 mm Bohrer. Der Bohrer, der vorne abgeflacht ist, da bohren wir erstmal komplett bis zum Boden durch. In dem Schritt tut man quasi nur das alte Gewinde entfernen und bohrt da einmal durch. So, spanne ich jetzt erstmal rein. So, jetzt wird das hier ausgerichtet. Wichtig ist, dass der Block nicht bombenfest fixiert hier ist, sondern der muss auf einer glatten Untergrund stehen und der Bohrer zentriert sich dann selber. So machen wir. Alles klar, das passt. Wir fahren hier in etwa mit einer Drehzahl von 200 Umdrehungen, 350 so um den Dreh. Ein bisschen Schneidöl da drauf. Da die Spitze ja abgeflacht ist, darf da jetzt Anschlag. Genau. So. Ausmachen. Wichtig ist, den ganzen Dreck jetzt da raussaugen.
Dafür ist dann das Röhrchen gedacht. Das habe ich auf der einen Seite so leicht, hoffentlich sieht man es, warte mal. Das habe ich auf der einen Seite so leicht abgeflacht, damit man quasi mehr Fläche zum Saugen hat. Nächster Schritt ist mit dem 12,8 mm Bohrer hier den Schaft aufbohren. Ich glaube, es waren 55 mm tief. Ich habe mir das auch markiert auf meinem Bohrer. Das ist quasi der Schaft, wo noch kein Gewinde ist. Wieder zentrieren. Man nimmt da wirklich nur einen Hauch weg. Wieder saugen. So, im nächsten Schritt nehmt ihr den Gewindeschneider und das Wendeisen. Spann ihn ein. Ein bisschen Öl dran und dann kann man schon das Gewinde schneiden. Das schneidet ihr jetzt bis zum, so dass ihr nicht mehr weiterkommt, weil der Gewindeschneider zu kurz ist. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt wieder raus damit. Wieder unser Freund der Staubsauger im Einsatz. Jetzt schneiden wir das Gewinde bis unten hin durch. Wenn man unten ankommt, das merkt man deutlich. Da nicht irgendwie mit Gewalt, sondern ganz locker mit einer Hand merkt man hin, wenn der Gewindeschneider auf Anschlag geht. Bisschen hin und her nochmal. Jetzt. Okay, perfekt. Und wieder raus damit. Wie ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Deswegen traue ich jedem, der ein bisschen handwerklich geschickt, traue ich das eigentlich zu. Und es ist natürlich hier eine Arbeit am Block, aber man kann wirklich nicht so viel verkehrt machen, wenn man einen Bohrer verwendet, der vorne oben abgeflacht ist, damit man den Block nicht durchbohrt. Ne? Das kann passieren, wenn man einen Bohrer nimmt, der sich quasi richtig durchzieht. Ne? Aber wenn das gemacht ist, dann passt das. So, jetzt drehen wir mal zum Test unseren Stehbolzen da rein.
Gucken, ob das gut funktioniert. Fühlt sich sehr gut an. Traum, ist Anschlag. Ja, das ist schon die Arbeit am Block. Jetzt ist unser wunderschöner Stehbolzen da drin. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Zylinderkopf einmal aufbohren. Das ist aber noch simpler, weil da muss man nur einmal durchbohren und auch, glaube ich, nur einen Zehntel Millimeter von der Bohrung wegnehmen. Das machen wir jetzt auch gerade noch und dann habt ihr das alles gesehen. Die Hülsen hier müssen natürlich rausgenommen werden. Und dann kann man das an den allen anderen auch so machen, wie an dem gezeigt. So, einmal für euch zum Schauen. 13 mm Bohrer, Zylinderkopf. Er führt sich schon fast ein, also ist es wirklich Zehntel, das man da wegnimmt. Und deswegen ist es absolut kein Problem. Wir müssen nichts anderes machen, wie einmal komplett durchbohren. Ich habe hier drunter immer so eine Kunststoffplatte am liegen. Da merkt man das ganz schnell, wenn man dann am Ziel ist. So, den 13er ins Futter rein. Ein bisschen Schneidöl drauf. Ausrichten. Kommen auch schon die Kunststoffspinner mit. Ja, wie gehabt, aussaugen. Der Kollege ist jetzt durchgebohrt. Das gleiche an den 6 anderen Löchern. Und dann sind wir schon durch. So sieht die Geschichte jetzt am Kopf aus. So sieht sie im Block aus. Der anderen Seite. So, da haben wir wirklich alles ausgenutzt, was zu nutzen ist. Das war's auch schon. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, ob zum Produkt, zu irgendetwas, gerne E-Mail an uns. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.